Band und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Hi Leute, ihr seht ja, ich bin gerade als Detektiv unterwegs, verfolgt nämlich einen Dieb. Ich hoffe, ich fasse ihn. Heute geht es genau darum, um Detektive. Und ich glaube, da ist er lang. Detektive sammeln Hinweise, verfolgen Diebe und heiße Spuren. Und am Schluss lösen sie den Fall. Also meistens. Der wohl berühmteste Detektiv aller Zeiten war Sherlock Holmes. Den gab es aber nicht wirklich, sondern nur in Büchern und Filmen. Wie echte Detektive arbeiten, finde ich heute raus. Und was sie von Polizisten unterscheidet. Zum Beispiel darf die Polizei Waffen und Blaulicht verwenden. Detektive dürfen das nicht. Detektive bearbeiten oft Fälle, um die sich die Polizei nicht kümmern kann. Zum Beispiel, wenn ein Chef wissen will, ob sein Mitarbeiter wirklich krank im Bett liegt oder vielleicht einfach nur blau macht. Ich check heute mit echten Detektiven, woran man Ladendiebe erkennt, wie man einen Verdächtigen verfolgt und ich verwandle meine Checkerbude in ein Detektivbüro. Ey, mein Fahrrad! Außerdem löse ich einen super spannenden Fall, bei dem mir was sehr Wertvolles geklaut wurde. Also Leute, helft ihr mir, den Fall zu lösen? Dann los! Hier kommt der Detektivcheck. Ja. Ja. Verstanden, danke. Neue Hinweise. Was könnte das bedeuten? Orange, viereckig, Fragezeichen. Ich hab's. Die Checker fragen. Wie fängt man einen Ladendieb? Wofür brauchen Detektive eine Legende? Und wie beschattet man einen Verdächtigen? Das check ich für euch. Los geht's in Pasing bei München. Hier in diesem Geschäft bin ich gleich mit jemandem verabredet, der Experte im Schnappen von Dieben ist. Mit Thorsten. Er ist Kaufhausdetektiv und passt auf, dass niemand was klaut. Und wie er das macht, das kläre ich in meiner ersten Checkerfrage. Wie fängt man einen Ladendieb? Entschuldigung? Ja, bitte? Bist du Thorsten? Ja, ich bin Thorsten. Du bist Thorsten, hallo. Tobi. Hey, Tobi, hallo. Alles gut? Hallo. Alles perfekt. Du, ich hätte dich nicht erkannt, dass du Kaufhausdetektiv bist, weil du hier mit Feuerzeugen rumläufst. Du siehst aus, als würdest du einkaufen. Ja, ich bin ja auch Kunde. Das ist meine Tarnung. Also du würdest zum Beispiel so, ja, das kann ich gebrauchen, so ein bisschen durch die Gegend schlendern. Genau, ja. Aber ich meine, ich stelle mir das schwierig vor, weil wie erkennst du die denn? Wenn im Sommer einer mit einer dicken Jacke reinkommt, ist das für uns jetzt kein typischer Kunde. Ja, oder wenn jetzt einer mit zwei, drei Rucksäcken reinkommt, die alle aus sind, da haben wir natürlich unseren Fokus drauf. Okay. Und ich darf dir heute so ein bisschen helfen, oder? Ich darf dich unterstützen. Du musst. Ich würde vorschlagen, du nimmst den hinteren Bereich und ich kümmere mich hier vorne um den vorderen Bereich. Alles klar. Wie Thorsten tue ich jetzt so, als würde ich einkaufen, habe dabei aber alle Kunden genau im Blick. Aber auf Dauer wird das ganz schön langweilig. Ich frage Thorsten mal, ob er noch andere Taktiken hat. Thorsten, ich habe das jetzt eine Weile gemacht. Ich finde es ganz schön anstrengend, die ganze Zeit zu tun, als wäre man Kunde und dich dabei umzugucken. Ja, das ist ein hartes Geschäft. Ja, man muss es wirklich, man muss Ausdauer und Geduld haben. Ja. Aber natürlich gibt es auch in unserem Beruf Hilfsmittel, die uns die Arbeit erleichtern. Und da zeige ich dir jetzt mal ein paar Sachen. Überall im Laden hat Thorsten kleine Kameras versteckt, mit denen er alle Räume genau beobachten kann. Das darf er aber nur, wenn im Laden auch so ein Hinweis zu sehen ist. Und Thorsten hat noch ein Hilfsmittel. Pass auf, das ist kein normaler Spiegel. Ach so? Das ist ein Spionspiegel. Ah. Das heißt, du siehst dich, aber derjenige, der dahinter steht, der sieht dich, wie du da reinschaust. Können wir mal machen? Aber natürlich, klar. Schau mal. Komm mit. Ach, krass. Ja, siehst du jetzt, was ich meine? Ja, na klar. Also wir können jetzt hier alles sehen, aber die Außenwelt kann uns nicht sehen.
Das ist ja perfekt. So? Jetzt kann ich genau die Frau beobachten und gucken, ob sie was einsteckt. Genau. Und fällt dir schon was auf? Ja, pass mal hier, die junge Dame da vorne. Die mit dem Korb? Ja, sie hat laufend die Hand im Korb. Jetzt guck mal. Ja, was ist mit dir? So, und das ist. Gehst du mit dem Körbchen durch den Laden, hast die Hand im Korb. Also nicht, stimmt. Vermutung ist nahe, dass er da irgendwas aus dem Körbchen rauszieht, was wir dann eventuell nicht mehr sehen können. Also da müssen wir schon beobachten, da müssen wir dranbleiben. Guck mal, sie geht runter, wir sollten hinterher. Da müssen wir hinterher. Guckt mal, Leute, die steckt echt was ein. Die schnappen wir uns jetzt. Okay, bleib langsam, langsam. Ich habe genau gesehen, wie die Nagellack oder sowas eingeschoben hat. Warum schnappt Thorsten die denn nicht? Jetzt lass sie doch mal hochnehmen. Ich habe gesehen, wie sie den Nagellack eingesteckt hat. Tobi, nein. Ja, sie ist noch im Laden. Wir warten draußen und gucken jetzt, ob sie bezahlt. Ja? Okay. Okay, Tobi, komm auf. Da ist sie. Erst wenn die Verdächtige ohne zu bezahlen den Laden verlässt, hat sie auch wirklich was gestohlen. Sie hat den Korb abgestellt. Die geht raus. Da müssen wir sie jetzt ansprechen. Stopp mal. Hallo, mein Name ist Doppler, ich gehöre zur Haussicherheit. Mhm. Kann es sein, dass Sie irgendwas vergessen haben zu bezahlen? Ja, okay. Ja. Kommen Sie bitte mal mit. Dieb! Jetzt können wir es auch auflösen. Die Antonia hat gar nicht wirklich geklaut, die ist nämlich Regisseurin und hat nur so getan. Ja. Aber wir haben dich überführt. Das stimmt. Haben wir einen guten Job gemacht. Super Job. Mega gut. Dann kannst du eigentlich wieder deine Arbeit machen. Und Thorsten, du kannst mir mal sagen, wie würde es denn jetzt weitergehen? Hätten wir sie direkt verhaften können? Nein, verhaften dürfen wir sie nicht. Wir sind keine Polizisten, wir sind ganz normale Detektive. Ja. Wir dürfen sie jetzt ansprechen, da haben wir das Recht zu. Ja, wir dürfen sie mitnehmen aufs Büro, weil wir wissen, sie hat was geklaut. Aber wir als Detektive dürfen niemanden festnehmen. Zwischen Detektiven und Polizisten gibt es einige Unterschiede. Detektive sind normale Bürger. Sie haben keine Sonderrechte wie die Polizei. So dürfen Polizisten zum Beispiel im Ernstfall Täter verhaften und dabei Waffen und Handschellen einsetzen. Ein Detektiv darf das nicht. Er darf sich nur mit seinen Fäusten wehren. Und auch nur dann, wenn er selbst in Gefahr ist. Aber Detektive dürfen Verdächtige so lange festhalten, bis die Polizei eintrifft. Das nennt sich Jedermann-Festnahme. Heißt, jeder Bürger hat dieses Recht. Entkommt der Dieb, darf der Detektiv ihn verfolgen. Dabei muss er sich aber an die Verkehrsregeln halten. Die Polizei muss das nicht. Kaufhausdetektive beobachten alle Kunden ganz genau. Wenn einer was klaut, stellen sie den Dieb nach der Kasse. Gecheckt. Nee, ich mach grad Pause, ich will jetzt nicht ans Telefon gehen. Nee, echt nicht. Aber ihr könnt jetzt eigentlich mal einen Fall lösen. Deshalb jetzt eine Frage an euch. Was bedeutet observieren? A. Verfolgen. B. Beobachten. Oder C. Verhaften. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Mein Fahrrad! Ey, mein Fahrrad! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Oh Mann, mein schönes Fahrrad ist weg. Was mache ich denn jetzt? Naja, vielleicht weiß Thorsten ja Rat. Du kannst mir doch helfen, du bist doch Detektiv. Tobi, nein, in dem Fall kann ich dir leider nicht helfen, weil ich leider hier heute in dem Geschäft bleiben muss. Aber Thorsten hat noch ein paar wertvolle Tipps für mich. Das aufgeknackte Schloss sichere ich als Beweismittel. Und Thorsten empfiehlt mir einen Kollegen, Raul. Er ist seit 30 Jahren Privatdetektiv. Normalerweise kümmert er sich nicht um Fahrraddiebstähle. Für mich macht er aber eine Ausnahme. Also hier stand das Fahrrad und da lag auch das Schloss. Und das habe ich natürlich mitgenommen und gesichert. Und zwar ist es hier drin. Also super, dass du es gesichert hast. Packen wir jetzt erstmal zur Seite, weil um den Sachverhalt aufzuklären, brauchen wir das jetzt erstmal nicht. Es gibt andere Ermittlungsansätze. Sondern wie fangen wir denn an? Üblicherweise findest du in Bahnhofsnähe auch immer irgendwo Videoüberwachung. Aber hier in dem Bereich habe ich bisher noch keine Videokamera erkennen können. Mhm. Das heißt, ganz so einfach wird es nicht. Es bleibt uns eigentlich nur die klassische Ermittlerarbeit, Fragen von Zeugen. Kannst du dich denn erinnern, wie der Täter aussah? Naja, also ich habe ihn nur noch von hinten gesehen. Ich kam hier raus und dann ist er gerade weggefahren. Okay. Ich weiß, dass er auf jeden Fall eine knallrote Jacke anhatte und er hatte eine dunkle Mütze auf dem Kopf. Okay. Aber von vorn gesehen habe ich ihn leider nicht. Aber eine männliche Person oder eine weibliche Person? Also eher ein Mann, glaube ich, weil er schon irgendwie
kräftig aussah. Aber ich weiß ja, wo er hingefahren ist. Wir können ja von hier bis dahin überall nach Zeugen suchen. Wir haben eine lange Straße vor uns. Es gibt viel zu tun. Alles klar, dann los. Ja. Entschuldigung, darf ich Sie kurz anhalten? Ja. Mir ist mein Fahrrad geklaut worden, da vorne. Okay. Und ich weiß nur, er hat eine rote Jacke an und eine dunkle Mütze und ist auch in die Richtung weggefahren. Wir sind gerade im Moment dazu angekommen. Ah, sorry. Falsche Richtung. Da kann ich Ihnen leider nicht helfen, da bin ich nicht lang. Schade. Hast du jemanden gesehen? Ich habe nicht drauf geachtet. Müssen wir weitersuchen. Herzlichen Dank. Vielen Dank trotzdem. Gerne, gerne. Ciao. So, also irgendwo hier habe ich ihn verloren. Ich glaube, er ist da noch um die Ecke und ich kam nicht mehr hinterher. Puh. Und langsam finde ich es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen frustrierend, weil keiner hat was gesehen, keiner weiß was. Irgendwie, was machen wir denn jetzt? Wir wechseln jetzt die Strategie. Okay. Und zwar arbeiten wir jetzt mit einer Legende. Hey, das war doch eine Checkerfrage. Wofür brauchen Detektive eine Legende? Eine Legende ist eine erfundene Geschichte. Das machen Detektive ganz häufig. Polizisten zum Beispiel, die zeigen ihren Dienstausweis und kriegen dann, wenn sie Glück haben, Informationen. Klar. Detektive haben ja keinen Ausweis und schon gar keinen Polizeiausweis. Also wir gehen jetzt zu den Leuten nicht mehr hin und sagen, ey, mein Fahrrad ist weg, sondern wir gehen jetzt hin und sagen, wir lügen eigentlich. Also lügen ist, glaube ich, das falsche Wort. Wir tricksen etwas. Okay, dann lass uns tricksen. Hast du eine gute Idee für eine Legende? Hast du dein Portemonnaie dabei? Klar, immer. Hier. Ja, mach mal auf. Ja, ist mein Personalausweis drin, ganz viel. Nimm den mal raus. Nichts, wo ein Foto drauf ist. Das Portemonnaie gibst du mir. Okay. Und dann tricksen wir. Pass mal auf. Jetzt geht er mit meinem Geldbeutel weg. Raul geht mit mir in ein Geschäft, das sich genau da befindet, wo ich vorhin den Dieb verloren habe. Und jetzt hört mal, was für eine Legende er sich ausgedacht hat. Es geht um Folgendes. Der hat nämlich seine Geldbörse verloren. Ja. Da ist leider kein Ausweis drin, nur Geld. 40, 45 Euro. Und wir würden ihm die gerne zurückbringen. Deswegen suchen wir den Mann. Ich würde einfach mal in der Umgebung fragen. Vielleicht auch einen Hausmeister, wenn Sie ihn sehen. Hausmeister? Vielleicht hat der irgendwas entdeckt. Ja. Er wird sich bestimmt freuen. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke. Also du hast jetzt gerade quasi diese positive, gute Geschichte erzählt, weil die Leute natürlich eher helfen, wenn sie wollen, dass jemand seinen Geldbeutel zurückkriegt, als helfen, wenn jemand ein Fahrrad geklaut hat. Richtig, ja. Meinst du, ich darf es dann diesmal ausprobieren beim Hausmeister? Möchtest du unter Legende ermitteln jetzt? Ja, ich möchte jetzt unter Legende ermitteln. Spannend, ne? Mega spannend. Komm, wir suchen den Hausmeister. Machen wir, ja. Und guckt mal, Leute, nach ein bisschen Suchen haben wir den Hausmeister tatsächlich gefunden. Ihm erzähle ich unsere Legende, also die Geschichte mit dem verlorenen Geldbeutel. Kennen Sie den zufällig? Ja, der fährt des Öfteren hier entlang, auch öfters mit unterschiedlichen Fahrrädern. Aha. Und der ist oft vorne in einem Café. Welches Café genau? Straße runter und dann auf der linken Seite ist das gleich. Okay. Es hat geklappt. Wir haben eine neue Spur. Unter Legende ermitteln Detektive, wenn sie sich mit einer erfundenen Geschichte tarnen. Gecheckt. Guck mal, das ist es, glaube ich, das Café. Das könnte es sein. Das ist das an der Ecke, was er gesagt hat. Ja, ja. Und das ist auch, kann ja nur hier sein. Guck doch mal, rote Jacke, dunkle Mütze. Ja, aber das heißt ja nur noch gar nichts. Wie viele rote Jacken gibt's hier? Ja, also wir wissen erstmal gar nichts. Ich habe eine Idee. Ich setze mich jetzt einfach unauffällig daneben, bestell mir auch einen Kaffee oder sowas. Ja. Und dann kann ich ja mal gucken, wie er aussieht. Genau, und dann hat er dich vorher beobachtet und weiß, wie du aussiehst und dann ist die ganze Sache kaputt. Ja, aber was machen wir denn jetzt dann konkret? Also, wir werden jetzt unsere Verdachtsperson observieren. Observieren heißt? Also beobachten. Beobachten. Genau. Raul und ich lassen den Verdächtigen ab jetzt nicht mehr aus den Augen. Oh, guckt mal, Leute, er steht auf. Wir verfolgen ihn einfach unauffällig. Detektive nennen das Beschatten. Und wie das funktioniert, kläre ich in meiner letzten Checkerfrage. Wie beschattet man Verdächtige? Stopp, warte mal, da steht er. Genau. Worauf müssen wir denn jetzt achten, wenn wir ihn beschatten eigentlich? Ja, wir dürfen nicht zu dicht ran, wir dürfen aber auch nicht zu weit weg sein. Da stellt man vor, er dreht sich plötzlich um und dann guckt er uns ins Gesicht. Das wäre sehr ärgerlich. Ja, ja, dann wäre es vorbei, ne? Absolut. Und jetzt sollten wir los. Ja? Raul und ich halten immer sicheren Abstand. Auch wenn der Verdächtige die Straßenseite wechselt, gehen wir erstmal ein Stück geradeaus weiter. Sind wir zu dicht dran, tun wir einfach so, als würden wir gerade einkaufen. Ja, ja, aber jetzt rennt er wirklich weg. Okay, warte. Der nimmt sein Fahrrad. Komm hinterher, Mann. Nein, Tobi, halt, halt, halt. Ja, aber der fährt uns doch weg. Ja, das schaffen wir nicht mehr. Der ist doch jetzt über alle Berge. Aber weißt du was? Wir gehen noch mal zurück zu dem Café, wo wir waren und fragen die Bedienung. Vielleicht hat die eine Idee. Das ist gut. Lass uns hingehen. Beschatten heißt unauffällig verfolgen. Wichtig dabei, Abstand halten und immer rechtzeitig in Deckung gehen. Gecheckt. Wir sind zurück im Café und erzählen nun auch der Kellnerin unsere Legende.
Ja, den kenne ich. Der kommt öfters hier, fast täglich, muss ich sagen, so gegen 9 Uhr in der Früh. Okay, super. Vielen Dank. Bitte schön. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss. Perfekt, wir haben einen neuen Hinweis. Morgen früh sind wir wieder da. Jetzt heißt es erstmal gute Nacht. Pünktlich um 9 Uhr am nächsten Morgen sind wir wieder im Café. Hoffentlich kommt der Dieb bald. Detektiv sein habe ich mir irgendwie spannender vorgestellt. Aber dann? Was macht er jetzt? Ich glaube, er notiert sich was. Tobi, ich zahlt gerade. Willst du schon mal vorgehen? Ich fange ihn draußen. Ja, aber nicht zu dicht. Nicht zu dicht. Wie vorhin halte ich immer sicheren Abstand. Hä, Mist, jetzt sind da ja zwei rote Jacken. Welche nehme ich denn jetzt? Das war der falsche. Mist. Na toll, und jetzt ist der richtige nicht mehr zu sehen. Oh Mann, ey. Raul, mega doof, ich hab ihn verloren. Ach, es war so viel los und ich hab irgendwie, keine Ahnung, 1000 Leute und dann war er weg. Du, es passiert dem Besten, mach dir keinen Kopf. Kannst du dich noch an den Block erinnern? Ja, wo er was notiert hat. Genau. Den aber da hat er das Blatt abgerissen. Ich zeig dir mal was. So machen wir den Text wieder sichtbar. Nee, wie geht das denn? Die Buchstaben, die sind richtig tief und fest in dem Papier eingestanzt. Ja. Und der Bleistift macht es sichtbar. Schwuppdiwupp macht es wieder sichtbar. Was steht da jetzt? 20 minus 5? Das ist ein Pfeil, oder? Das ist ein Pfeil, ja. 5 Gladiolen. Cooler Trick, oder? Damit kann man unsichtbare Schrift wieder sichtbar machen. Es gibt auch noch einen anderen Trick, so eine Art Zaubertinte. Und dafür braucht ihr nur das hier. Zitronensaft. Den Zitronensaft als erstes in eine aufziehbare Patrone füllen. So, dann die Patrone in einen Füller stecken und die geheime Botschaft auf ein weißes Blatt schreiben. So. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich, aber da steht ja gar nichts. Passt mal auf, was passiert, wenn ich das Blatt Papier jetzt bügele. Unterlage, Bügeleisen. Und Achtung, fertig. Achtung, könnt ihr es lesen? Checker Tobi. Cool, oder? Der Grund dafür ist folgender. Im Zitronensaft sind Kohlenhydrate, also Zucker. Und wenn man Zucker erhitzt, wird er braun. Und genau das kann man dann hier auf dem Papier sehen. Super, oder? So, Raul, jetzt müssen wir mal dieses Rätsel knacken. Oh ja. Überlegt mal mit. 20 minus 5, Pfeil, 5 Gladiolen. Eine Rechenaufgabe kann es nicht sein, weil 20 minus 5 ergibt ja 15 und nicht 5. Das ist ja offensichtlich verschlüsselt. Verschlüsselt, ja. Er will etwas verbergen. Vielleicht will er das Fahrrad verkaufen und das ist ein Ort oder so, wo die Übergabe stattfindet. Gladiolen sind Blumen, das ist eine Blumensorte. Ja. Man hat einen Blumenladen oder... Gladiolenweg, gibt's sowas? Eine Gladiolenstraße hier in München? Ich gucke mal im Internet, warte. Also Gladiolenweg gibt's nicht, Gladiolenstraße gibt's. Ja. Dann ist vielleicht Gladiolenstraße Haus Nummer 5. Das kann doch sein. Das kann sein, ja. Und was ist aber dann das 20 minus 5? 20 minus 5 ist 15. Genau, 15 was? 15... Uhrzeit. Um 3 Uhr nachmittags um 15 Uhr in der Gladiolenstraße 5. Und da könnte die Übergabe stattfinden oder irgendwas mit meinem Fahrrad halt. Wir müssen auf alle Fälle hin und uns das anschauen. Also fahren wir jetzt mal in die Gladiolenstraße 5. Ja, aber schnell. Los geht's. Komm. Die Gladiolenstraße ist unser Zielobjekt. So nennen Detektive den Ort, an dem vielleicht bald unser Verdächtiger auftaucht. Ich mache Fotos. Vielleicht brauchen wir die später als Beweis. Und jetzt heißt es aber, weil wir ja noch über eine Stunde eigentlich Zeit haben, warten. So ist es. Was machst du beim Warten? Komm, wir spielen eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, das fehlt noch. Wir sind doch Profis, oder? Ja, klar. So, das heißt, als Profi ist man immer konzentriert auf das, was passiert. Der kann ja jeden Moment kommen. Okay, also das heißt, wir sitzen hier und gucken. Ja. Höchste und das war's. Höchste Disziplin. Dürfen wir was essen? Ja. Ich hab Nüsschen. Was? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Klar. Nein, ich möchte keine Nüsse. Ich habe auch Colaflaschen. Guck. Pistazien. Also guck mal da links. Ja, das ist ja hier. Noch mehr Gummibärchen. Wir sind ein Einsatzfahrzeug und wir wollen hier unsere Ermittlungsarbeit durchführen. Und machen wir wollen hier eine Party feiern. Weißt du, dass es Einsätze gibt, die gehen über mehrere Tage, über mehrere Wochen. Wir sind gerade mal hier ein paar Minuten. Also ich will nicht wissen, wie dann das Auto aussieht, wenn du mit mir länger hier im Auto sitzt. Okay, verstehe. Ja.
Das ist er. Das ist auch mein Fahrrad, ich erkenne das. Ganz ruhig, warte erstmal, warte. Komm, ey, ich gehe jetzt hin und klaus mir zurück. Nein. Wir wollen herausfinden, wer das ist, oder? Ja, natürlich. Dafür wollen wir wissen, wo er wohnt und wie er heißt. Das sind alles wichtige Daten, die du brauchst, um später deine Anzeige bei der Polizei zu machen. Okay. Aber warum hat er denn eigentlich zwei Fahrräder dabei? Was macht er denn mit dem anderen? Ja, vielleicht will er das verkaufen. Du bist dir sicher, dass es dein Fahrrad ist, ne? Ja, es sieht hundertprozentig so aus und okay. Ich bin mir sicher. Hast du denn irgendwo eine Markierung angebracht? Irgendetwas, was einzigartig ist? Ich habe auf dem Sattel habe ich mal mit blauem Stift CT geschrieben für Checker Tobi. Checker Tobi, klar. Raul gibt mir einen Peilsender. Den verstecke ich unterm Sattel. Der sendet uns ein Signal, mit dem wir den Dieb überall finden können. So, pass auf. Jetzt. Bis gleich. Beeil dich. Den Peilsender darf ich nur anbringen, weil das Fahrrad mir gehört. Sonst wäre das verboten. Super, hey. Oh Gott. Richtig klasse, richtig klasse. Oh, das war so aufregend. Ja, hast du toll gemacht. Danke. Auf dem Laptop sehe ich dank des Senders, wo sich mein Fahrrad befindet. Ihm nach. Kurze Zeit später zeigt der Peilsender keine Bewegung mehr an. Mal gucken, ob wir hier mein Fahrrad entdecken. Da steht mein Fahrrad und das war der Mann mit der Mütze und der roten Jacke. Ich habe ihn noch reingehen sehen. Das ist er wirklich. Guck mal auf dem Klingelschild nach, welcher Name da steht. Okay, Erdgeschoss, ne? Guck mal scharf, Erdgeschoss unten. Der Typ heißt Johannes Müller. Ganz sicher. Erdgeschoss nur ein Name, Johannes Müller. Super. Perfekt. Das heißt, wir stellen ihn jetzt, oder? Klingeln und reingehen. Nein, wir machen jetzt gar nichts. Das ist jetzt wirklich Polizeiarbeit. Aber Raul, es ist mein Fahrrad und da ist der Dieb. Und ich will den jetzt stellen. Ja, das wirst du aber doch nicht jetzt ernsthaft machen wollen, oder? Na doch. Tobi. Komm mal her, bitte. Du hast mein Fahrrad geklaut, das da. Nee, auf gar keinen Fall. Das ist mein Fahrrad. Nee, das ist meins. Also gibst du es zu oder nicht, dass du das Fahrrad da gestohlen hast? Ja, habe ich. Hast du, ne? Aber nicht wirklich. Stell dich mal vor. Ich bin Johannes und hab nur so getan. Bin gar kein echter Fahrraddieb. Genau, richtig. Johannes ist nämlich eigentlich Teil meines Teams. Aber ich wollte rausfinden, wie ein echter Detektiv arbeitet. Und dann haben wir uns diesen Fall überlegt. Wäre Johannes ein echter Fahrraddieb, würde an der Stelle die Polizei übernehmen. Sie würde den Täter dann überführen. Und wie habe ich mich geschlagen? Erstklassig. Hat Spaß gemacht. Du kannst super cool. Bei mir anfangen. Cool, danke. Gerne. Na Leute, habt ihr den Fall gelöst? Indizien gesammelt, gut kombiniert? Dann kommt jetzt die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte heute von euch wissen, was bedeutet observieren? A. Verfolgen? B. Beobachten? Oder C. Verhaften? Na, habt ihr die Lösung gecheckt? Guckt mal. Also, wir werden jetzt unsere Verdachtsperson observieren. Observieren heißt? Beobachten. Richtig ist also Antwort B. Der Begriff observieren kommt aus dem Lateinischen und heißt beobachten. So Leute, das war's vom Detektivcheck. Mein Fall ist gelöst. Raul hat mir gezeigt, wie echte Detektive arbeiten. Und deshalb bin ich jetzt auch bereit. Das Krellowitsch & Co. Detektivbüro wird Fälle übernehmen. Ich werde sie alle dingfest machen. Räuber, Diebe, Brandstifter. An mir kommt keiner vorbei. Sherlock Tobi übernimmt jetzt. Was ist los? Oh nein! Leute, den schnapp ich mir. Ihr macht's gut, bis zum nächsten Mal. Stehen bleiben! Stopp, stopp, stopp! Und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi.